Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie man den Debug-Modus von IntelliJ benutzt, was so die wichtigsten Schaltzeichen bedeuten, wie ihr dann damit durch einen Code navigieren könnt, potenzielle Fehler finden könnt und dann letztendlich eure Application zu debuggen. Aber was ist der Debug-Modus? Also im Debug-Modus läuft das Programm anstatt beim normalen Programmdurchlauf Zeile für Zeile durch und ihr könnt dann sozusagen welche Breakpoints setzen, an die das Programm anhält, um dann zu sehen, welche Werte eure Variablen haben oder wo ihr euch auf dem Stack befindet. Breakpoints setzt ihr, indem ihr rechts von Zeilenzahlen in diese graue Schaltfläche einfach mit links reinklickt. Und dann sehen wir auch hier, dass dieser rote Kreis entstanden ist. Das ist unser Breakpoint. Laufen wir mit dem Programm an die Stelle hin, wird er anhalten. Das Programm im Debug-Modus zu starten, machen wir, indem wir auf eins dieser Play-Buttons hier drauf gehen, mit rechtsklick und dann Debug. Unten öffnet sich das Debug-Fenster, mit rechts der Konsole wie gewohnt und links die fancy neuen Schaltflächen des Debug-Moduses. Zeile 12 hier ist das blau markiert, weil wir dort angehalten haben. Gehen wir jetzt hier auf Variables, können wir auch all die Variablen sehen, die wir bis dato initialisiert haben. Zum Beispiel unseren String Hallo, der den Wert Hallo hat, unser Int Number, der den Wert 5 hat, oder unsere Liste Random Strings, der die Größe 4 hat. Wenn ich jetzt hier auf den Pfeil drauf drücke, kann ich auch zum Beispiel sehen, welche Elemente in dieser Liste drin sind. Kommen wir zur Navigation. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Programm einfach weiterlaufen lassen möchte, bis zum nächsten Breakpoint, kann ich Resume Program benutzen. Damit, wenn ich auf den drauf drücke, laufen jetzt bis Zeile 16 weiter. Möchte das Programm zum Beispiel zeilenweise durchgehen, kann ich auch einfach Step Over benutzen. Damit springe ich einfach Zeile für Zeile durch das Programm durch. Klicke ich einmal drauf, sind wir jetzt hier erfolgreich in Zeile 17 gelandet. Möchte ich mir jetzt zum Beispiel irgendeine Methode angucken, die aufgerufen wird, kann ich das mit Step Into machen. Jetzt sehen wir hier, dass wir in Zeile 28 gelandet sind. Schauen wir uns nochmal kurz Zeile 17 an. Wir sehen, dass wir hier von der Methode in den Kopf eine weitere Methode reingeben. Mit Step Into sind wir aber automatisch in GetErklärungString reingelandet. Das liegt daran, dass IntelliJ für uns entscheidet, in welche Methode er für uns reingehen möchte. Möchte ich mir jetzt aber unbedingt PrintLine angucken, das von IntelliJ ignoriert worden ist, weil das zu Javas Standardbibliothek gehört, kann ich auch stattdessen For Step Into benutzen. Aber zurück zu Zeile 28. Hier sehen wir auch, dass zum Beispiel unser Variables-Fenster jetzt leer ist. Das liegt daran, dass in dem Scope der Methode noch keine Variable initialisiert worden ist. Das können wir aber flott ändern, indem wir auf eine Zeile weitergehen. Wir sehen ja auch hier, dass unser String Erklärung initialisiert worden ist. Gehen wir mal eins tiefer und schauen uns Replace AE an. Sehen wir hier zum Beispiel, dass hier schon eine Variable existiert, das ist Text. Das liegt daran, dass es durch den Methodenkopf natürlich hier reingegeben worden ist. So. Was ist aber, wenn ich zum Beispiel sehen möchte, welche Variablen main sind? Oder was so unser Stacktrace ist? Den kann ich sehen, indem ich auf Frames drauf drücke. Hier sehen wir unseren Stacktrace. Gehe ich jetzt hier zum Beispiel auf main drauf, wieder zurück zu Variablen, können wir auch hier sehen, welche Werte in der main-Methode drin sind. Oder wechsle ich hier zurück, welcher im Get-Erklärungsstring drin ist. So, möchte ich aber aus dieser Methode wieder raus, kann ich auch einfach Step Out drücken. Damit lande ich an der Stelle, von wo die Methode aufgerufen worden ist. Also in dem Fall zum Beispiel Zeile 29 von GetErklärungsString. Drücke ich nochmal drauf, springe ich wieder im Stack 1 weiter zurück und lande wieder zurück bei Zeile 17 in der Main-Methode. Dann kann ich auch zum Beispiel als Navigationsmethode einfach einen Cursor hier irgendwo im Code reinsetzen und dann Run to Cursor benutzen. Dann läuft das Programm so lange weiter, bis wir in der Zeile landen, wo der Cursor drin ist. Zum Beispiel hier Zeile 24. So, wer jetzt aufmerksam geschaut hat, dann seht ihr hier, dass ich in der Konsole versucht habe, hier einen Satz zu printen. Hallo, das ist eine Erklärung, wie man im Debug-Modus von IntelliJ navigieren und dann fehlt leider das Kann am Ende. Aber das ist kein Problem. Da gibt es ein weiteres fancy Debug-Feature, was uns dabei helfen wird, unseren Satz zu vervollständigen. Und zwar den Evaluate Expression. Hier können wir einfach Code-Fragments reingeben und sie dann einfach auslaufen lassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier System-Out-Print-Line kann ausführen möchte und ich hier auf Evaluate drücke, sehen wir zum Beispiel hier, dass es in der Konsole erfolgreich unser kann geprintet worden ist. Ich kann aber auch zum Beispiel einfach irgendwelche Variablen manipulieren. Zum Beispiel kann sich unseren Int-Number, den wir vorher mit 5 initialisiert haben, jetzt hier um 10 inkrementieren. Und dann sehen wir hier, dass unser Result jetzt 15 ist und hier Number jetzt auch bei 15 gelandet ist. So. Das war jetzt das Wichtigste zur Navigation.
Schauen wir uns unser erstes Debug-Beispiel an. Hier haben wir eine statische Methode, die ein Int zurückgibt, namens CalculateSumOfListItems, der einfach nur ein paar ListItems-Objekte, die alle als Key ein Integer haben, aufsummiert und die dann zurückgibt. Wenn ich das Programm jetzt hier starte, bekommen wir hier eine NullPointer-Exception. Strategisch gucken wir uns am besten zuerst den Top auf unserem Stacktrace an. Hier in Zeile 16 wird anscheinend wohl der Fehler dann geworfen. Strategisch wäre es jetzt hier einfach einen Breakpoint zu setzen und das Programm im Debug-Modus laufen zu lassen. Jetzt sehen wir auch hier, unsere Summe ist noch 0 und unser Current Item hat den Key 3. Lass jetzt einfach weiterlaufen. Jetzt in der nächsten Iteration. Die Summe ist jetzt bei 3 und unser Current Item Key ist jetzt bei 10. Wir können jetzt natürlich einfach weiter auf Resume Program drücken, bis wir dann endlich zu dem Punkt angelangen, wo unser Current Item dann wahrscheinlich 0 ist. Oder wir können auch einfach Rechtsklick auf unseren Breakpoint machen und dann hier zum Beispiel eine Condition reinsetzen. In dem Fall können wir zum Beispiel Current Item Key auf Null checken. Wenn dann die Condition korrekt ist, wird dann an der Stelle anhalten. Resume ich jetzt auf das Programm, haben wir erfolgreich ein paar Iterationen geskippt. Unsere Summe ist jetzt bei 123 und wir sehen hier, dass unser Current Item Null ist und die Keys und Next theoretisch eine Nullpoint Exception werfen würden. Woran liegt das wohl? Schauen wir uns vielleicht ein paar Zeilen drüber an, sehen wir, dass wir die ganze Zeit auf Null gecheckt haben, aber den Head, anstatt das Current Item. Ändern wir das jetzt hier auf Current Item, so wie es eigentlich angedacht war, und starten das Programm neu im Debug-Modus, sehen wir, dass wir diesmal sogar nicht mehr in den Breakpoint reinlaufen, weil Current Item nicht mehr Null wird. Und wir haben dadurch unseren Test bestanden. Kommen wir zu unserem letzten Beispiel. Hier wird einfach nur die Fibonacci-Folge rekursiv implementiert. Natürlich ist hier wieder ein Fehler drin, weil, wenn ich die Methode jetzt ausführe, sehen wir hier, dass Fibonacci sich ein paar Mal selbst aufruft und wir dadurch in einen Stack Overflow Error geraten. Wo liegt nun unser Fehler? Starten wir das Programm Debug-Modus. Sehen wir auch hier direkt, dass unser Stacktrace auch relativ klein ist. Wir gehen von Main zu Fibonacci rein und i ist gleich 5. Führen wir das einmal aus. Sind wir bei i gleich 3. Wir folgen einfach nur hier dem ersten Aufruf der Methode Fibonacci. In dem Fall ist es halt i gleich 5 gewesen, wo wir 2 abziehen und dann hier bei 3 landen. Unser Stack ist auch wieder um 1 gewachsen. Lass die Methode jetzt ein paar Mal ausführen. Sehen wir hier, dass unser Stack wächst und Variables hier jetzt sogar bei i-11 gelandet ist. Irgendwo haben wir wohl einen Check vergessen. Schauen wir uns das nochmal an. Hier ist minus 3. Hier ist minus 1 und hier ist es 1. Spätestens sollten wir hier aufhören. Gucken wir unser Code an, merken wir, dass wir zweimal auf 0 checken. Muss wohl ein Versehen gewesen sein. Wenn ich das jetzt hier abändere und die Methode jetzt einfach wieder ausführe, sehen wir, dass wir erfolgreich durchlaufen und hier mit dem Wert 8 rauskommen. Das war so alles Wichtige rund um den Debug-Modus. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge davon mitnehmen. Und damit wünsche ich euch dann frohes Debuggen bei eurem Programm.